So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist wieder soweit, es ist Donnerstag, der vierte Donnerstag im Monat. Und guckt euch das mal an. Wenn ihr richtig zählt, sind das genau 4 Windelbeutel. Schaurig schönes Ticket, Teil 1 haben wir gemacht, Teil 2 haben wir gemacht, Teil 3 haben wir gemacht, eins bleibt noch übrig, schaurig schönes Ticket, Teil 4. Danke an Hannes an der Stelle. Der Hannes hat mir das schaurig schöne Ticket besorgt. Das waren 5 Euro, dass ihr 4 Forschungen jeden Donnerstag im Oktober bekommt. Ich finde, das war auf jeden Fall sein Geld wert. Ich habe nichts bezahlt. Hannes hat sein Geld gut investiert. Ihr habt 4 Videos gekriegt dadurch, meistens sogar noch mehr. Und ja, Dankeschön nochmal an Hannes. Wir werden uns jetzt eine kleine Ecke suchen, mal das Handy anmachen. Macht gerade aber noch Update. Ich habe gestern extra geguckt, da war nichts. Heute steht da neue Version und zwingt mich zum Updaten. Wir werden jetzt den vierten Teil der schaurig schönen Forschung noch zu Ende machen. Dann gibt es auch wieder eine normale befristete Forschung, weil ja Teil 2 Halloween Event heute auch anfängt am Donnerstag. Das mache ich fertig für euch für Freitag als Freitagsvideo und schauen uns mal gemeinsam die Forschung an. So, da ist die Forschung, schaurig schönes Ticket, Teil 4, endet in 5 Tagen, 14 Stunden. So lange habt ihr eigentlich für alle Dinger Zeit gehabt. Fange 5 Pokémon, fange 10 Pokémon, fange 15 Pokémon, verwende 5 Bären, verwende 10 Bären, verwende 15 Bären, verwende 5 Power-Ups bei Pokémon, 10 Power-Ups, 15 Power-Ups. Jetzt wollte ich doch mal eine Max-Out-Monday-Folge am Montag machen irgendwann, wo ich sowieso 50 Power-Ups machen muss. Jetzt gehen schon 15 weg und verschicke 5 Geschenke mit einem Sticker. Warum sind da nicht noch 10 und 15 dabei, das weiß ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall einiges machen. Ich habe auch noch gar keinen Stop gedreht und nichts. Das wäre der erste Stop, den ich nicht drehen kann. Der Beutel ist nämlich schon wieder voll. Das ist der Free-to-Play-Account. Da freut man sich immer. Man weiß gar nicht, was man wegschmeißen soll. Wir nehmen mal hier die gelben Bären, werfen die mal weg, drehen mal kurz einen Stop. Jetzt ist es nicht mal der erste Stop des Tages. Toll. Hier sitzt aber ein kostümiertes Pokémon, und zwar ein Vulpix. Das gab es letztes Jahr schon. Das gibt es dieses Jahr wieder, was ihr fangen könnt. Neu sind Gengar und Pikachu wieder mal mit einem weiteren Kostüm. Zuhura kann shiny sein, aber ja, keine Ahnung. Wir nehmen das jetzt hier mit. Wir fangen ein paar Sachen. Wir suchen uns eine andere Location und zeigen euch, was in der befristeten Forschung alles drankommt und versuchen uns hier durchzuarbeiten. So, da habe ich jetzt die befristete Forschung. Die ist auch ganz einfach, sind halt 2 Seiten. Verdiene einen Bonbon durch das Erkunden mit deinem Kumpel. Ich habe jetzt extra meinen Buddy gewechselt, habe das Flöte rausgemacht, mit dem ich eigentlich 20 Herzen verdienen muss, dass ich es entwickeln kann. Haben jetzt das Garados rein, weil das braucht ihr nur 1 Kilometer. Das heißt, ihr müsst nur 1 Kilometer laufen, dann kriegt ihr einen Bonbon, dann seid ihr damit fertig, und ich glaube, auf der nächsten Seite ist das nochmal dabei. Deswegen lasse ich das gleich drin. Fange 5 Pokémon, lande 3 großartige Würfe, drehe 3 Pokestops oder Arenen. Wie ihr seht, bin ich nicht weit gekommen. Bin nämlich einfach zu dem Darkrai hier runtergelaufen, den ich jetzt nicht machen werde. Weil es ist noch zu früh. Ich mache meine Raids dann eigentlich immer so gegen Nachmittag, wenn mehr Leute am Start sind. Wir können aber mal gucken, was noch hier rumsitzt. Da sitzt ein Kramurx. Kramurx auch ein richtig gutes Pokémon, Kramchef, guter Flugangreifer, Unlichtangreifer vielleicht auch dabei. Probieren jetzt mal kurz hier die Würfe. Okay, das müsste der zweite großartige gewesen sein. Ich habe vergessen, eine Beere zu benutzen. Das fällt mir jetzt auf. Ich habe schon wieder vergessen, eine Beere zu benutzen. Aber die 3 großartigen Würfe sind auf jeden Fall am Start. Ich spiele jetzt ein bisschen, dann melde ich mich zurück, wenn wir Seite 1 die Belohnungen abholen, zeigen euch Seite 2. So, hier sitzen jetzt 2 Pikachu, damit ihr die auch mal gesehen habt. Das kann auch shiny sein. Achso, wir müssen ja eine Beere füttern. Wenn das iPhone, mit dem iPhone zu spielen unterwegs, ist trotzdem nicht so genial, denn ich habe hier nicht so einen Sockel hinten dran. Ich spiele ohne Sockel und deswegen kommt das Pikachu auch raus und flieht. Zum Glück sitzt ein zweites daneben, was wir andrücken können. Das ist so breit manchmal. Ich komme mit meinem Daumen. Guck mal, mein Daumen ist so kurz. Ich komme hier drüben kaum ran, um eine Beere zu wählen. Wenn ich da eine Beere brauche für das Pikachu, aber die brauchst du ja für die Aufgabe.
hat auf jeden Fall ein super cooles Kostüm an. Es ist nicht nur so eine kleine Krone oder irgendwas, was immer so unscheinbar ist, sondern ein richtig fettes Kostüm, was auffällig ist. Jetzt ist es auch drin, perfekt. So, ich habe jetzt hier noch ein Makabaya drauf, was ich fangen möchte, aber guckt euch doch mal diese coole Allee an. Gerade jetzt im Oktober, wenn das ganze Laub von den Bäumen fällt, ihr hier überall diese Blätterhäufchen habt. Gerade wenn ihr Gummischuhe anhabt, ist das noch genialer, hier durchzulaufen, den Wind an den Füßen zu spüren. Das ist die richtig geniale Location, um ein Halloween-Event zu spielen. So, hier habe ich eine Aufgabe gehabt, glaube ich, dreh 5 Pokestops, da kommt ein Traun-Magil raus, ein fertig entwickeltes. Das heißt, ihr spart euch 100 Bonbons wahrscheinlich und einen Sino-Stein. Müsste ja eine Sino-Entwicklung sein. Beere ist drauf. Da kannst du auf jeden Fall ein paar Bonbons gut machen, wenn du das mit gelber Beere fängst. Gelbe Beere, gelber Ball, das passt. Es muss halt nur mal aufhören, immer zu nach links zu gehen. Das nervt nämlich. Jetzt bleib doch mal in der Mitte. Am besten Nana-Beere, dann bleibt das in der Mitte, aber ist auch egal, weil es ist eh drin. Und guckt euch die Location an. Guckt euch die Location an. Wir bewerten das mal. Das sieht ja richtig cool aus. 14, 14, 14. Ich raste komplett aus. Oder auch nicht. Jetzt habe ich einen Phynx gefunden. Phynx ist sogar ein neuer Pokédex-Eintrag bei mir. Wie passt der Fuchs zu Halloween? Man weiß es nicht genau. Aber habe schon so viele kostümierte Teile jetzt gesehen. Blindfarben mit dem blöden Kürbishut ist zurück. Das sieht so dämlich aus. Aber egal. Wenn ich da eins kriege, entscheiden, ich würde es direkt verschicken. Weg damit. Hier ist jetzt auch das erste Krypto-Nebulak mit feuerroten Augen. Ich glaube, so krasse Augen hat bis jetzt noch niemand gehabt von den ganzen Krypto-Pokémon, die es gibt. Sieht auf jeden Fall stark aus. Was sagt ihr? Es bleibt nicht drin. Nochmal gut. Ramses, Ramses, Ramses. Gleich haut's ab, ich sehe es schon. Hier, nix. Müssen wir die Kamera so in die Hand nehmen. Damit wir hier curven können, dann treffen wir nämlich auch großartig. Ist ja immer Kamera, Handy, laufen, wechseln, atmen, menschlich bleiben, alles gleichzeitig. Und immerhin 2 Sterne. So, jetzt guckt euch mal an, wo wir gelandet sind. Das ist auf jeden Fall eine Halloween-Location. Hier kannst du mal dran drehen, vielleicht geht dir die Tür auf und hier sieht es noch rustikaler aus. Deswegen laufen wir jetzt hier hinter an dieser Wand vorbei. Zu diesem Zaun und hier werde ich euch jetzt dranhängen irgendwie, damit ich Seite 1 die Belohnungen abholen kann. So, sieht schon wieder aus wie in einem Musikvideo. Befristete Halloween-Forschung, Teil 2, Seite 1 von 2. Hier ist ein Pikachu drin mit 382. Wir fangen es mal kurz weg, wir können sie danach bewerten. So, bei dem Pikachu fängt es an, dann haben wir... Pikachu ist noch nicht mal drin. Eben auch Pikachu versucht zu fangen, ist geflohen. Keine Ahnung. Sind irgendwie hartnäckig. Hartnäckiger als sonst. Dann haben wir wieder einen Kramurx. Kramurx einfach fabelhaft, wird mitgenommen. Als drittes ein riesiges Paragoni. Ein Zobiris. Oh, vielleicht ein gutes für die Mega-Entwicklung, obwohl mir Sinn, mittlerweile spiele ich auch ohne IV. So blöd es klingt, ich spiele ohne IV. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr bewerten. Ich will eh keinen Staub ausgeben und keine Bonbons, um irgendwas hochzuziehen. Das heißt, ab jetzt nehme ich immer nur die Sachen mit dem höchsten Level. Hier ist noch ein Gengar drin, das Gengar mit dem neuen Kostüm. Da werfen wir jetzt auch einfach einen Ball drauf. So, der Ball geht wieder nicht hin. Und wir sind auf Seite 2. Wir wollen aber mal ganz kurz bewerten, was die Dinger, die wir jetzt haben, hier, ob da was Gutes dabei war. Das Pikachu, nein, 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 nein. Das Gengar, weiß ich nicht. Ich habe immer noch keinen Mega-Gengar gemacht. Irgendwann muss ich ja einen Mega-Gengar machen, aber das wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Was ist jetzt auf Seite 2? Auf Seite 2. Verdiene ein Bonbon durch das Erkunden mit einem Kumpel. Verwende 3-mal Power-Ups. Zum Glück habe ich die Power-Ups noch nicht gemacht. Lande 10 großartige Würfe. Fange 15 Pokémon. Drehe 7 Pokestops oder Arenen. Das heißt, wir müssen weiterlaufen, müssen wieder ein Kilometer erkunden, dann setzen wir uns irgendwo hin, holen alles ab, machen die ganzen Power-Ups und dann habt ihr die Forschung schon fertig.
Einfach kleiner Spaziergang und dann passt das. Also ich habe jetzt mal den Abenteuerrauch angemacht. Da ist ein Amoroso erschienen. Das dürfte ich auch noch nicht im Pokédex haben. Das heißt, wenn wir das fangen, haben wir nicht nur die Aufgabe mit 10 großartige Würfel geschafft, wir haben auch einen neuen Eintrag im Pokédex. Es ist drin und ist es neu. Es ist neu. Richtig genial. Da freust du dich wieder wie ein Schnitzel über jedes Pokémon, was du auf dem Main schon 3 Millionen Mal gesehen hast, hier aber wieder wichtig ist und interessant ist, weil halt einfach wieder alles neu ist. So, und zum Abschluss hängen wir uns jetzt hier an den Challenge-Tisch, der halt wieder mal einen super genialen Hintergrund hat, gerade wenn das Wetter schlecht ist. Guck nochmal kurz hier rein. Wir müssen also noch 3 Power-Ups machen bei der normalen befristeten Forschung. Ich habe mir jetzt hier einen Hannes organisiert. Wenn der Hannes nämlich gerade nicht da ist, nehme ich diesen Hannes, denn das ist ein Leather King in 100%. Und das soll irgendwann mal die 50 erreichen, weil das ist so unnütz, aber ich finde es so genial. Und deswegen gebe ich Sachen aus für Dinge und überhaupt 1, 2, 3. Das waren 3 Power-Ups. Oh, das war jetzt aber richtig schwierig. Gehen wir mal zurück, holen jetzt mal ab, was hier drin ist in der Forschung. Da ist noch ein Pikachu. So. Wieder mal nicht in den Kreis getroffen und es ist auch wieder mal nicht drin geblieben. Die Pikachu sind auf jeden Fall richtig heftig unterwegs. Wieso rutscht das rüber wieder auf Feldforschungen? Wenn ich im Heute-Tab bin, dann bleib doch im Heute-Tab und geh nicht einfach rüber. Ich muss jetzt immer rote Bälle sparen, das heißt, alles, was ich mache, muss ich jetzt immer mit den gelben Bällen machen. Die blauen schmeiße ich nämlich immer weg, weil ich keinen Platz habe. Das ist auf jeden Fall genial. Die WP und 100er Werte weiß ich leider nicht, das heißt, ich werde jetzt einfach alles eintüten. So, auf der ersten Seite gab es einen Gengar, auf der zweiten Seite gibt es auch einen Gengar. FM ist auch am Start, habe ich vorhin aber auch ein wildes gekriegt, ist also kein Pokédex-Eintrag. Holen wir nochmal den Rest ab hier, gucken rein, da ist Zorua drin. Der wird auch einfach hier eingetütet. So, Ball drauf, fertig. Jetzt gucken wir aber hier unten erst noch. 5 Power-Ups, 10 Power-Ups, 15 Power-Ups und ein Geschenk mit dem Sticker noch verschicken. Da gehen wir mal auf Schenkbar. Gucken, wem wir noch ein Geschenk schicken können. Matze, Matze, Matze. Am besten jemand, der mir keins geschickt hat. Aber die 2 kann ich auch nicht nehmen. Ach komm, egal. Wir nehmen einfach den ersten. Wir nehmen oben den Linus. Bei Linus weiß ich, Linus geht sorgfältig mit Geschenken um. Dem können wir hier also einen Sticker hinzufügen. Einen, wo wir 25 haben. Knallen den dran. Ist das fertig? Wir müssen jetzt also nochmal dem Hannes ein paar Power-Ups geben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also hier steht es ja da. Ne? Wir machen erstmal 9. Sehen, dass wir. Jetzt sehe ich das letzte natürlich nicht. Das ist ja wieder mal richtig toll. Jetzt sehe ich das aber auch nicht. Weil überall steht der Fortschritt dran, denn jetzt steht der Fortschritt nicht dran. Wie viel brauche ich denn noch? 3. Wir sind bei 12. Hannes. Hannes kriegt noch 3 Power-Ups. 1, 2, 3 und jetzt ist es fertig. Und jetzt sehe ich, dass mein Beutel auch schon wieder voll ist, ich eigentlich auch gar nichts mehr fangen kann. Das heißt, ich muss eigentlich was wegschicken. Wir bewerten also mal ganz kurz hier das Pikachu und den Rest, den wir gerade aus den Forschungen bekommen haben. Das ist alles schlecht. Das heißt, das kann ich theoretisch auch alles wegschmeißen. Also das und das. Gut, das heben wir mal auf. Das. Jetzt haben wir ein bisschen irgendwas weggeschmissen. XL-Pokémon weg, Kostümierte weg, blickst du gar nicht mehr durch. Manches wäre bestimmt neuer Pokédex-Eintrag gewesen. Hier gibt's jetzt Staub, hier gibt's jetzt Bären. Guckt euch die ganzen Encounter an, die alle in dem schaurig schönen Ticket mit drin waren. Paragoni ist nochmal am Start. Merkt euch, dass ich den als erstes dann anklicken muss, wegen Bewerten. Wir haben nochmal Paragoni. Im dritten Teil waren auch schon leider Paragoni-Begegnungen drin. Im vierten Teil sind auch Paragoni-Begegnungen drin, zumindest 3 Stück. Das Shiny gab es aber schon in der Spotlight-Stunde. Da hatte ich richtig Glück. Gefühlt die letzten 100 Spotlight-Stunden gar nicht gespielt. Habe ich immer ausgelassen. Wenn man mal gespielt hat, hat man eh nichts bekommen. Weder Shiny noch 100er. Und bei Paragoni gab es gleich in den ersten 5 Minuten 3 Shinies
nacheinander. Und wieso rede ich die ganze Zeit so, als wäre ich verschnupft? Ich weiß es nicht. Hier sind nochmal zwei super Brutmaschinen drin. 5000 EP, zwei Sonderbonbons. Ich finde schon, dass sich dieses Ticket auf jeden Fall gelohnt hat. Deswegen danke an Hannes. Ja, jetzt die drei müssen wir noch bewerten natürlich hier. Paragoni. Traunfugil. Ja, ist halt alles Rotz. Ist alles Rotz, kann auch theoretisch alles weg. Ich muss immer noch mit meinem Beutelplatz rumhasseln. Ihr seht's, von 500. Das war die befristete Forschung. Zwei Seiten. Das war schaurig schönes Ticket Teil 4. Jeden einzelnen Teil habe ich in einem Video verfasst. Meistens gleich mit den Halloween-Forschungen dazu. Habt ihr euch das schaurig schöne Ticket geholt gehabt? Wie fandet ihr das? Schreibt's mal rein. Was haltet ihr vom Halloween-Event? Was sind eure Ziele jetzt? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.